Einen wunderschönen guten Tag. Ich melde mich heute zurück mit einem neuen Video. Ich koche heute ein absolutes Lieblingsgericht von mir, einen All-Time-Classic sozusagen, nämlich Sauce Bolognese. Wenn euch interessiert, wie ich das zubereite, beziehungsweise wenn ihr den ein oder anderen Kniff davon mitnehmen wollt, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dabei. Es gibt ein paar spannende Dinge, die man beachten muss. Ja? Man glaubt es kaum. Schaut es euch an, bis zum Schluss. Ihr werdet sehen, es wird super. Bevor es losgeht, möchte ich mal Danke sagen. Ich zwar kriege sehr, sehr gutes Feedback. Ja, motiviert mich sehr zum Weitermachen. Und wenn euch irgendwas auf der Zunge brennt, beziehungsweise ihr was schreiben wollt, was irgendwie Auskunft braucht, tatsächlich schon, schreibt es mir. Vorweg, bevor ich jetzt irgendwas tue, danke an diejenigen, die das schon gemacht haben und ermutigt diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, zu tun. Ihr kennt es vielleicht, es gibt so Tage, da weiß man absolut nicht, was man kochen soll. Dann denkt man sich, hätte man doch was vorbereitet. Dann geht man zum Tiefkühler, da kann man sich zum Beispiel eine Bolognese rausnehmen und der Tag, der Abend oder was auch immer, das Familienessen ist gerettet. Das ist gleich mal der erste Tipp an euch. Kocht Bolognese und kocht immer so viel, dass es für mindestens dreimal die Menge reicht, die es ursprünglich vorgehabt hat. Weil die Arbeit ist dieselbe, nur der Ertrag ist eben, wie gesagt, dreifach. Und wenn du dann einmal schnell was zum Essen brauchst, gehst einfach zum Tiefkühler, nimmst du so ein Backerl raus, wärmst es auf und du hast ein fantastisches Essen. So, jetzt geht's los mit den Zutaten. Ich zeige euch jetzt, was ich dafür verwende. Vorweg, dieses Rezept, was ich da jetzt gerade koche, ist ganz, ganz nah ans Original des 1982 eingetragenen Originalrezeptes in Bologna nachgekocht. Woher hat der jetzt schon wieder das Rezept? Naja, ist ganz einfach. Man fährt nach Bologna, geht in das Museum, beziehungsweise kann man es auch auf der Handelskammer nachlesen, druckt sich das aus, fotografiert sich das ab, nimmt es mit nach Hause und bereitet es zu Hause zu. Das Ganze habe ich so nicht gemacht. Ich habe das Glück gehabt, dass es in einer Zeitung einmal veröffentlicht geworden ist und da habe ich mir es rauskopiert und nachgemacht. Der Clou dabei ist, dass in diesem Rezept Vollmilch drinnen ist. Und ich werde euch das halt zeigen, wie ich das da dazu reingebe. Das Original-Bolognese-Rezept beinhaltet Vollmilch und an Gewürzen kommt außer Salz und Pfeffer nichts anderes dazu. Da müssen manche halt vielleicht stark sein, besonders die laktoseintoleranten Menschen da draußen. Aber du wirst sehen, das schmeckt fantastisch. Also ich mache es nur noch so und ich schwöre drauf. Totaler Wahnsinn. Zutaten. Ich zeige euch jetzt, was ich da jetzt rein tue. Und zwar habe ich da, schau her, das ist Rinderfaschiertes. Dann habe ich da eine relativ große Menge Speck, nämlich auf das Gewicht des Rinderfaschierten die halbe Menge an Speck. Dann gibt es Gemüse dazu. An der Stelle gleich der erste Tipp. Kauft unbedingt dieses gebündelte Wurzelgemüse zum Suppenkochen. Da müsst ihr nicht einen Sack von jedem extra kaufen, sondern Karotten, Sellerie, Lauch. Gibt es in so Tassen drinnen. Nehmt das. Passt super, genau für so Bolognese-Rezepte. Zum Anbraten nehme ich dann ein bisschen Butter, Tomatenmark, trockener Weißwein und Tomatensauce. Ich nehme jetzt einmal stark an, dass jeder, der das nachmacht, eine gute Sauce haben möchte. Ja? Und das Ganze steht und fällt natürlich mit guten Zutaten. Und zu guten Zutaten gehört nicht nur ein guter Speck und ein gutes Rindfleisch, sondern eine gute Tomatensauce. Und hört auf, dass diese 99 Cent oder 79 Cent Dinger im Supermarkt kauft, sondern kauft eine gescheite Tomatensauce. Das ist jetzt zum Beispiel eine von Mutti, ja? Die kostet 2 Euro die Dosen. Das, was da drinnen ist, entspricht ungefähr 5 so 99 Cent Klumpertpackerl. Das heißt, kauft gescheite Tomaten, weil nur dann wird das Ergebnis auch richtig gut, neben den anderen Zutaten natürlich, okay? Das Ganze steht und fällt mit guten Zutaten. Drum hör auf, dass du dieses billige Supermarktzeug kaufst. So, das erste, was da jetzt einmal zu machen ist, ist klarerweise, dass man sich das Gemüse zusammenschneidet, beziehungsweise den Speck. Ich fange natürlich mit dem Speck an. Warum? Weil ich den Speck als erster in den Topf gebe, weil das Fett aus dem Speck gleichzeitig dann verwendet werden kann zum Braten vom Fleisch. Spart man ein bisschen Fett. Du kannst ja glücklich schätzen, dass du mir folgst und dass ich das Rezept jetzt mit dir sogar teile. Das ist nicht auf mein Mist gewachsen, beziehungsweise das habe nicht ich erfunden. Ich koche das nach, werde das ein bisschen ableiten, deswegen bleibt es trotzdem ein wenig meine Version. Ich werde das Originalrezept in einen Link unterhalb in die Beschreibung packen. Ihr könnt dem Zeitungsartikel folgen und das Ganze dann so nachmachen. Ich habe eingangs gesagt, dass ich es ähnlich wie das Original mache. Zwei Dinge machen mein Rezept zum eigenen, nämlich, dass ich keinen Original Pancetta verwende, sondern geräucherten Bauchspeck. Der bringt ein bisschen so einen Rauchgeschmack in das Ganze rein, das mag ich irrsinnig gern. Und das zweite ist, dass im Originalrezept die Milchhaut, sage ich dann später, von einem Liter Milch zum Binden der Sauce genommen wird. Das mache ich auch nicht. Ich gehe es ein bisschen auf Milch an, habe dann auch diese Milchbröckeln drinnen. Und das klingt sehr, sehr, sehr skurril, aber bitte probiert das aus. Das ist der Game Changer. Also das ist der Oberwahnsinn. Gell? Nur vorweg, dass ich das einmal gesagt habe. Rezept im Link und
die zwei Tricks, wie es ich ableite zu meiner Version mache, teile ich mit euch. So, als nächstes mache ich das Gemüse. Das wird jetzt einfach einmal nur geschält. Ich möchte das jetzt da nutzen, auch, dass ich euch noch eine Geschichte erzähle. Und zwar, ich bin nicht der Meinung, dass man ständig versuchen muss, das Radl neu zu erfinden. Wenn ich irgendwelche Sachen koche, die ich vielleicht von jemandem anderen habe, dann sage ich das auch dazu. Wenn es ein Rezept ist, das es schon gibt, das vielleicht sogar besser ist, als das, was ich gemacht habe, habe ich kein Problem damit, dass ich es nachmache. Ich sage es dann aber natürlich auch dazu und verkaufe es nicht als mein eigenes. Das Ganze gilt übrigens auch für die Profiküche. Also ich bin in der Arbeit, in der Profiküche, auch nicht so, dass ich immer alles selber neu erfinde, sondern die meisten Dinge natürlich kommen schon aus der eigenen Hand. Aber wenn man dort und da mal von jemandem was nimmt, das übernimmt und mit seinen Produkten, die man halt zur Verfügung hat, dann zubereitet, sprich bitte überhaupt nichts dagegen. Und ich denke, dass das immer schon so war und auch immer so sein wird. Nur, dass ich halt vielleicht kein Geheimnis draus mache. Für die etwas jüngeren Köche, die jetzt gerade da zuschauen, gell, seit da, du bist ein bisschen ein Jüngerer, dann passt es gut auf. Das, was ich da gerade mache, sind Brue Noirs. Ja, das ist der Fachbegriff für kleine Würfel. Also wenn du da mal gekocht werden möchtest, merkst du den Ausdruck gleich. Das wird dein Chef beeindrucken, wenn du das kennst. Brue Noirs. So, eine Sache, die ich in den Videos 15.000-fach mache, deswegen schaut es bei mir nie aus und das tue ich auch in der Arbeit. Ich mache immer sauber. Wenn ich den Step beendet habe und zum nächsten Step übergehe, dann mache ich sauber, weil dann schaut es nicht aus. Jetzt geht es schon langsam ans Braten, ans Anbraten und ans Kochen. Dafür öffne ich mir mal die ganzen Behälter alle. Das heißt, meine Tomatensauce ist aufgemacht, mein Weißwein ist offen. Bei Tomatenmark mache ich mir auf. Warum? Weil ich dann, wenn ich jetzt dann bald zum Kochen anfange, mich nicht darum kümmern muss, wie jetzt das noch aufgeht oder vielleicht klemmt oder man dann da drin was verbrennt, weil ich das nicht aufbringe. Deswegen mache ich mir das aber vorher auf. Und jetzt würde ich sagen, wir legen los mit Kochen. Genau, als erstes tue ich den Speck rein. So. Jetzt schon mal los. Das Wichtigste ist, röstet den Speck so, dass er schön Farbe hat, weil damit steht und fällt das Ganze schon ein wenig. Gerösteter Speck schmeckt ziemlich intensiver wie einfach so glitschiger Speck, den man so in einem Eintopf oder in einem Gulasch oder halt wie da in einer Bolognese, in einem Ragout quasi findet. Das gut rösten, dass er schön crispy wird und dann das Gemüse dazu. Jetzt geht's weiter. Und zwar schaut das so aus, siehst du das? Schau mal. Genau. Die Farbe ist schön karamellisiert. Das heißt, das zweite, was ich reintue, ist das Gemüse. Jetzt röste ich das Gemüse ein bisschen mit. Und zwar so lang, bis das auch schön karamellisiert. Mir ist völlig klar, dass ich nicht der erste Mensch bin, der dir jetzt sagt, wie man Bolognese macht. Aber was ich aussehen möchte, ist, dass du die Sachen, die du in den Topf gibst, wirklich gut röstest. Weil über das Rösten ein sehr guter Geschmack zusammenkommt. Es ist bei Soßen, bei dunklen Soßen vor allem, oft der Unterschied, ob was gut oder schlecht wird, das liegt einfach am Rösten. Nehmt zum Beispiel Kaffee her, Kaffeebohnen, die hell geröstet sind, schmecken wässriger, weniger noch was, als wie dunkel geröstete Kaffeebohnen. Du hast auch immer einen besseren Kaffee. Das heißt, da fängt es an, Geschmack erzielt man durch Röstaromen und das startet da, im Topf. Schaut gut aus. Jetzt kommt das Fleisch dazu, ohne den Papier noch Möglichkeit. Genau. Beim Fleisch scheiden sich die Geister natürlich jetzt auch ein wenig. Es gibt Leute, die sagen, es gehört mit Kalbfleisch gemacht. Es gibt Leute, die sagen, es gehört gemischt Kalbrind. Was weiß ich. Ich will jetzt nicht behaupten, dass eine Bolognese, die nicht mit dem richtigen Fleisch gekocht wird, schlecht schmeckt. Generell schmeckt es immer gut, wenn man es so zubereitet. Ob das Ganze original ist und wie auch immer. In dem Fall ist es, weil es ein Originalrezept ist. Aber wenn ihr jetzt ein Lammfleisch nehmt, ein Rehfleisch, auf das wollt ihr jetzt aussehen, wird es genauso gut schmecken. Beziehungsweise vielleicht sogar eine ganz interessante eigene Richtung noch kriegen. Unbedingt ausprobieren. Auch da jetzt wieder rösten, das heißt, da ist ein Wasser drinnen vom Fleisch. Der Fleischsaft, der verdunstet bzw. verkocht. Das kriege ich jetzt so lang, bis der verdunstet ist und dann gehe ich weiter zum nächsten Schritt. Da braucht es ein bisschen Zeit. Gemahlener schwarzer Pfeffer und Salz ist das einzige Gewürz, wobei passt es beim Salz auch. Der Speck, der da drinnen ist, ist relativ würzig. Das heißt, ich würde es dabei mal gar nicht salzen, sondern erst ganz zum Schluss, wenn sie dann fertig ist, schauen, ob mit vielleicht noch, ja, ob das nicht eh reicht. Beim Pfeffer spare ich nicht, ins Herz, ein gemahlener schwarzer Pfeffer und bitte nur gemahlener schwarzer Pfeffer. Niemals dieses Klumpert im Backerl kaufen, das vorgemahlene. Haut das weg, sofort, das ist ein Pfeffer. So, zu guter Letzt, schau, siehst du das? Hat jetzt eine schöne Farbe, das karamellisiert alles schön da drinnen. Und zwar, da ist Tomatenmark dazu, da ungefähr 2 Teelöffel auf die Menge. Rühre das jetzt noch kurz ein und dann lösche ich es mit dem Weißwein ab. Gierst ein bisschen Tomatensauce drauf, 400 Gramm und ein bisschen Wasser und dann lass es zugedeckt köcheln.
Genau, du kannst auch ein bisschen Gemüsesuppe nehmen, wenn du hast. Habe ich jetzt keine gehabt, deswegen nehme ich einfach ein Wasser her. Aber du siehst, dass die Farbe schaut sogar wirklich klasse aus. Und genau so wie es da jetzt ist, ich tue noch ein bisschen Flüssigkeit drauf. So wie es da jetzt ist, lasse ich einmal mindestens eine Stunde köcheln. Und ja, es gibt so die Hardcore-Bolognese-Kocher, die sagen, das muss am Tag kochen und was weiß ich was. Das ist sicher berechtigt. Bei mir reicht es, weil ich ja konzentrierte Dosentomaten habe, die ja schon relativ einen guten Geschmack haben. Ich bin mit einer Stunde zufrieden, wenn ich es eine zweite Stelle lassen kann. Ist auch gut, aber wie gesagt, eine Stunde ist schon recht. Seid schon vorne dabei. Kurz noch zur Milch. Im Originalrezept stellt ihr einen Topf mit einem Liter Milch auf, erhitzt ihn auf so 70 Grad, lasst ihn so 20 Minuten stehen, dann bügt sie oben die Milchhaut. Das hebt ihr runter, das macht ihr nach der Reihe zwei, drei Mal und das gebt ihr dann zum Schluss in die Bolognese dazu. Mit dem wird die Sauce ein bisschen dicklicher. Das Ganze lasse ich weg. Ich nehme meine Milch her und tue es. Siehst du das? Tue einfach so einen Spritzer dazu und verkoche das komplett nochmal mit dem Sugo. Dann sind wir dem Original ziemlich nah. Beim Original ziemlich nah dabei und ihr werdet sehen, das ist der Game Changer, das schmeckt fantastisch. Ich möchte euch an dieser Stelle wieder daran erinnern, meinen Kanal zu liken bzw. mir auch zu folgen. Wenn euch das gefällt, was ich mache, drückt es entweder aufs Like, damit ihr seht, okay, das kommt an. Und wenn euch das generell gefällt, was ich mache, geht es auf Abonnieren. Kostet nichts, ja, muss ich einmal dazu sagen. Probiert das einfach aus, ihr seht dann die ganzen neuen Videos, die ich so poste und ihr würdet mich wahnsinnig damit unterstützen, damit ich das weitermachen kann. Es macht mir irrsinnig viel Freude und ich hoffe, dir auch. Deswegen drücken, liken und im besten Fall kommentieren. Die Bolognese kocht aber bei mir im Hintergrund. Ihr könnt Nudeln dazu kochen, ihr könnt aber auch mal was anderes machen wie Nudeln, nämlich zum Beispiel Gnocchi. Wenn euch interessiert, wie ihr super, 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 super gute Gnocchi macht, ich habe ein Video gemacht zu einem Kartoffelteig, einem Erdäpfelteig. Der ist abwandelbar eben auf Schupfnudeln, Gnocchi und gefüllte Knödel und was auch immer. Schaut euch das Video an, macht einmal Gnocchi zu der Bolognese dazu. Gnocchi Bolognese, super geil. In dem Sinn wünsche ich euch einen schönen Tag, schöne Zeit noch. Danke fürs Zuschauen. Liked mir das Video, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, und würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Video. In dem Fall, danke!